Ich bin seit 22 Jahren bei der Feuerwehr und habe mit 10 Jahren in der Jugendfeuerwehr begonnen. In der aktiven Abteilung bin ich seit 16 Jahren. Mein Papa war in der Feuerwehr, mein Onkel war in der Feuerwehr und mein Opa in der Feuerwehr. Und von da auf wurde das eigentlich von vornherein in die Wiege gelegt. Wo ich dann 16 war, mein erster Einsatz, das war ein Verkehrsunfall. Also den werde ich nicht vergessen. Ja, wenn der Piep so losgeht, dann wird alles stehen und liegen gelassen, egal was man gerade macht. Dann braucht irgendjemand Hilfe oder weiß halt nur weiter. Irgendjemand ist in einer Notsituation und dem Mensch muss einfach geholfen werden. Feuerwehr ist für mich ein Teamwork, eine große Gemeinschaft. Das sind die Einsätze, was auch massiv untereinander verbinden, weil man halt auch Sachen erlebt, was halt ein Außenstehender nicht erlebt. Man kann ja selber mal in dieser Situation sein und es ist immer so, was man als Außenstehender vielleicht gar nicht sieht. Aber das, was man leistet, sehen die eigentlich nicht so. Das größte Problem ist derzeit die Nachwuchsgewinnung. Ich kann es mir nur so erklären, dass einfach die Gesellschaft mehr, ich mach mein Ding, was mit anderen Leuten passiert, interessiert mich nicht, Hauptsache mir geht's gut. Es kann immer jeden treffen. Zum Hochwasser haben wir mit der Drillader Kinder vom Hausdach geholt, weil die kommen nicht mehr raus auf normalen Wege und sowas vergisst man halt dann nicht. Gerade wenn man Menschenleben dann wirklich rettet, das ist dann schon schön. Feuerwehr. Helfer, Brandlöscher, Lebensretter. Im gesamten Vogtlandkreis engagieren sich mehr als 3600 Männer und Frauen ehrenamtlich in Feuerwehren. Sie sind tagtäglich auf Abruf und leisten damit einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft. Ein Ehrenamt mit großer Verantwortung, das eine umfangreiche Ausbildung voraussetzt. Doch hier stehen die Feuerwehren vor ganz besonderen Herausforderungen. Die wirtschaftlichen Herausforderungen ist also, was wir alle kennen. Digitalisierung, wir haben alternative Antriebe, Energiespeicher. Gefühlt wird alles immer schneller. Und diesen Herausforderungen muss sich natürlich die Feuerwehr anpassen, insbesondere bei der Außenfortbildung. Und die zweite Herausforderung, die sich unsere Feuerwehren stellen müssen, das ist die gesellschaftliche. Der Vogtlandkreis ist unter den Landkreisen im Freistaat Sachsen einer der ältesten mit 49,5 Altersdurchschnitt. Wir sind nun mal ein Flächenlandkreis. Da gibt es kleine Ortsfeuerwehren, große Stadtfeuerwehren. Da ist es ganz normal, dass wir unterschiedliche Qualitäten zum Teil haben. Und in dem Moment, wo wir einen zentralen Ausbildungsort anbieten, Außengelände zum Üben, moderne Schulungsräume, sehen wir eben die Möglichkeit, das Niveau überall anzugleichen und für die Zukunft uns gut aufzustellen. Und genau dort kommt das KBK ins Spiel. Das Kompetenzzentrum für den Brand- und Katastrophenschutz des Vogtlandkreises wird gleich mehrere Dinge vereinen. Als Anlaufpunkt für alle Generationen wird es sowohl den aktiven Kameraden als auch dem Nachwuchs Ausbildungsstätte sein. Ein Konzept, das in dieser Art einmalig ist. Das ist die größte Investition, die wir in den letzten Jahren gemacht haben und jetzt tun werden. Und das ist gut angelegtes Geld für die nächsten Jahrzehnte hier im Vogtlandkreis. Das Gesamtvolumen ist jetzt 9,7 Millionen Euro. Davon bekommen wir vom Land Sachsen 3 Millionen Fördermittel, nochmal aus dem Liederfonds. Reicht 600.000 Euro und 6 Millionen Euro kommt aus dem Haushalt des Landkreises. Das ist ein Zukunftsprojekt. Feuerwehr, Brandschutz ist ein ganz wichtiges Thema. Was mich begeistert hat, dass es generationenübergreifend ist. Von der Jugendfeuerwehr bis zu den älteren Kameraden. Wissenstransfer, gemeinsame Arbeit, ganz klasse. Bei der Frage nach dem Standort eines solchen Kompetenzzentrums wurden verschiedene Kommunen im Landkreis angeschrieben. Unter Beachtung der wichtigsten Kriterien wie Anbindung, Erreichbar oder Erschließbarkeit überzeugte am Ende das Gewerbegebiet in Aich bei Treuen. Es bietet optimale Voraussetzungen. Wir freuen uns riesig. Wir haben 5 Ortswehren, wir haben 3 Jugendfeuerwehren und dann noch die Kinder aus der Schule. Und wir alle sind stolz und glücklich, dass wir diesen Standort hier haben, auch in Bezug natürlich auf Brand- und Katastrophenfälle, die sich in der Gegend ereignen würden, dann hätten wir natürlich einen wichtigen Punkt in der Stadt. Als Dachverband des Vogtländischen Feuerwehrwesens hat auch der Kreisfeuerwehrverband Vogtland seinen Sitz in Treuen. Der Interessenvertreter der Feuerwehrmitglieder im Landkreis ist von Anfang an ein wichtiger Partner bei der Entwicklung des Kompetenzzentrums. So wurden bereits 2019 3 Arbeitsgruppen gebildet, die sich mit den Voraussetzungen des KBK auseinandersetzen. Die Kameraden waren bereit, sich dort einzubringen und sie haben auch mit viel Ehrgeiz und Engagement das getan. Und ich denke, das, was dort an Ideen gekommen ist, hat sicherlich das Vorhaben stark nach vorn gebracht.
die ganze Ausstattung, was soll dort verankert werden, was soll sich dort befinden, was macht es für Feuerwehren attraktiv. Auch mit der Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten soll langfristig Nachwuchs generiert werden. Bereits jetzt leisten die Jugendfeuerwehren im Vogtlandkreis Enormes. Ein Florian-Bildungszentrum, kurz FLOBITZ, soll dabei unterstützen und ist ebenfalls Bestandteil des neuen KBK. Aktuell existieren im Vogtlandkreis 61 Jugendfeuerwehren und 5 Abteilungen Kinder in der Feuerwehr. Diese Zahl soll sich natürlich auch durch die Schaffung des FLOBITZ erhöhen. Und wir wollen gemeinsam mit den Kindertageseinrichtungen und Schulen am Landkreis die Brandschutzerziehung nach vorne bringen und deutlich vorantreiben. Durch das FLOBITZ entsteht natürlich mit diesen Containern bzw. diesen neu geschaffenen Ausbildungselementen die Möglichkeit, die Ausbildung noch realitätsnah zu gestalten und natürlich sich auch zu erproben, auszuprobieren und alles hautnah zu erleben. Ehrenamt stärken, Nachwuchs gewinnen, die Ausbildung der Feuerwehren im Landkreis sicherstellen. Das Kompetenzzentrum für den Brand- und Katastrophenschutz des Vogtlandkreises wirft bereits jetzt seine Schatten voraus. Für Ende 2022 ist das Richtfest geplant und planmäßig können im Jahr 2023 die ersten Mitglieder der Feuerwehr die modernen Schulungsräume und Ausbildungselemente im Freigelände in Anspruch nehmen. Das soll ja auch das KBK, das soll ja den Funken setzen, für diese Begeisterung Feuerwehr zu leben. Und das ist, kann man auch sagen, ein Alleinstellungsmerkmal für das KBK. Dass wir eben sagen, Kinder, Jugendliche, aktive Abteilung und die Alters- und Ehrenabteilung. Und das alles zusammen.